herzlich willkommen, elementare diskrete Mathematik. Vierte Vorlesung. Wir machen da unmittelbar weiter, wo das letzte Mal aufgehört wurde, nämlich mit der vollständigen Induktion. Letztes Mal hatte ich ein Beispiel gezeigt. Heute erzähle ich ein bisschen was zur Logik, die dahinter steht. Und habe, glaube ich, noch vier weitere Beispiele mitgebracht. Dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, wie das so abbrennt, sagen Sie. In Deutschland würde man sagen, abläuft. So, also Sie sind schneller als die Deutschen. Dann fangen wir an mit dem Thema Mengen, Aussagen und Beweise. Das ist so ein bisschen dröge. Aber es bleibt nicht ganz aus, dass man sich mal so grundlegend darüber Gedanken macht, wie eigentlich in der Mathematik Aussagen bewiesen werden. Ich meine, ein Prinzip haben wir jetzt dann quasi schon kennengelernt, die vollständige Induktion. Aber wir müssen uns auch dann nachher für die Teilbarkeitsgeschichten und so auch ein bisschen was überlegen zu direkten und indirekten Beweisen und dazu, was eigentlich eine Aussage ist, was eine Aussageform ist. Es wird um Quantoren gehen und es wird darum gehen, wie man verschiedene Aussagen miteinander kombinieren kann, also Und-Aussagen, Oder-Aussagen und so weiter. Und um Wahrheitstafeln und sowas. Und da werden wir heute aber nur so gefühlt das erste Drittel wahrscheinlich schaffen, sagen wir mal. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch zu den Quantoren und dem Umdrehen. Wenn nicht, wäre aber auch nicht so schlimm. Das wäre dann halt erst in der nächsten Vorlesung dann drin. Das ist, glaube ich, nicht so ein großes Problem zeitlich. Die vollständige Induktion, das Schlussschema, jetzt ist das hier mal so aufgeschrieben, weil, wie gesagt, die Frau Cetic das empfohlen hatte, dass man nicht zweimal dieselbe Variable nennt. Sie werden das sehr oft finden, aber mit dem Schluss von n auf n plus 1. Aber ist vielleicht gar nicht blöd, um sich das klarzumachen, dass man da einfach mal einen anderen Buchstaben wählt. Also das Schlussschema, wir werden später noch andere Schlussschemata sehen, ist das folgende. Man überzeugt sich zunächst einmal, dass eine bestimmte, ja, wenn man es richtig sagen muss, eine bestimmte All-Aussage über die natürlichen Zahlen gilt für die Zahl 1. Das ist da abgekürzt mit A1. Wenn da steht A mit solchen Klammern, ist das zunächst mal eigentlich eine Aussageform. Aber dazu kommen wir dann später noch. Und wenn man dann 1, 2, 3 einsetzt, werden daraus Aussagen. Also meinetwegen, die Aussage ist für 1 richtig. Das ist das Erste, was man zeigt. Und das Zweite, was man zeigt, ist jetzt nicht, dass die Aussage für irgendein k richtig ist. Und man zeigt auch nicht, dass sie für ein k plus 1 richtig ist. Beziehungsweise mit anderen Buchstaben, man zeigt nicht, dass die Aussage für ein n richtig ist, ein beliebiges, oder ein n plus 1. Sondern was man zeigt ist, wenn man unterstellt, dass die Aussage für ein bestimmtes k richtig wäre, dann müsste sie automatisch auch für dessen Nachfolger, also k plus 1, auch richtig sein. Was man also zeigt, ist die Richtigkeit dieser gesamten Schlussfolgerung. Jetzt gibt es aber Beispiele, ich muss mal überlegen, vielleicht nehme ich eins aufs Übungsblatt, wo der Induktionsanfang gar nicht funktioniert. Dann kann das trotzdem sein, dass man den Induktionsschluss beweisen kann. Weil man einfach nur beweist, wenn die Aussage für ein K richtig wäre, dann ist sie auch für das K plus 1 richtig. Also die typischen Beispiele sind sowas, jeder ist so alt wie jeder andere in diesem Raum. So, und jetzt zeigen sie das dadurch, dass sie sagen, naja, er hier ist genauso alt wie er selbst. Und als Induktionsschluss zeigen sie dann, also wenn zwei das gleiche Alter haben, dann haben auch immer drei das gleiche Alter. Das kann dann sein, dass das sogar funktioniert, aber da ist das Problem, dass die Aussage halt zwar für A1 richtig ist, aber für der Schritt von A1 auf A2 nicht funktionieren würde. So, das liegt jetzt noch ein bisschen anders. Aber das Wichtige ist, also man zeigt eigentlich nicht, dass sie für K richtig ist oder dass sie für K plus 1 richtig ist. Erst insgesamt zeigt man das quasi dadurch, dass man gezeigt hat, es ist für 1 richtig und ich habe die Sicherheit, wenn es für 1 richtig ist, dann ist es auch für den Nachfolger von 1 richtig,
weil in dem zweiten ja steht, wenn es für ein beliebiges K richtig ist, habe ich gezeigt, dass es dann immer auch für seinen Nachfolger richtig ist. So, dann weiß ich also, es ist für das K plus 1, also in dem Fall 2 richtig. Bei der 2 geht das wieder so, ne? Wenn es für die 2 richtig ist, habe ich hier mit II gezeigt, dass es dann auch für 2 plus 1, also für 3 richtig ist. Da hatte ich auch schon gesagt, man kann sich das so vorstellen wie so eine Domino-Reihe. Also man muss halt zeigen, der erste Dominostein fällt um. Und man muss zeigen, immer wenn irgendein Dominostein umfällt, dann fällt auf jeden Fall auch der nächste Dominostein um. Dann weiß man, alle Dominosteine fallen um. So, hier ist das jetzt, glaube ich, noch mal so anders grafisch dargestellt. Also man hat immer, dass man sagt, man hat die beiden Prämissen. A1 ist richtig und ich weiß, wenn A1 richtig ist, dann ist auch A2 richtig. Daraus kann ich logisch schließen, dass A2 richtig ist. Und ich weiß dann wieder, wenn A2 richtig ist, dann ist auch A3 richtig. Und ich weiß ja schon, A2 ist richtig, also ist auch A3 richtig. Und das Spiel kann ich halt beliebig lange fortsetzen. Und damit ist dann insgesamt die Aussage für alle natürlichen Zahlen bewiesen. So, in diesem Beispiel hatten wir uns das auch schon angesehen. Da habe ich den Beweis einfach auch noch mal in Reinschrift auf die Folien geschrieben, den ich letztes Mal schon handschriftlich gezeigt hatte. Beweisen wollen wir die Aussage, die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ergibt n mal n plus 1 halbe. Wird manchmal auch der kleine Gauss genannt, weil angeblich der Gauss als Strafarbeit von seinem Lehrer bekommen hat, die Summe der ersten 100 Zahlen auszurechnen und dann irgendwie von selber drauf gekommen ist, dass er da einfach 100 mal 100 1 halbe nehmen kann. Gibt auch einen Trick, wie man das einsehen kann, warum das stimmt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht gezeigt. Man kann das ja zum Beispiel so machen, dass man sagt, ich fange hier mal an, 1 plus 2 plus 100. Jetzt schreibe ich die einfach unten drunter nochmal falsch rum hin. So, und dann sieht man, offensichtlich ist hier immer 1 plus 100 ist 101, 2 plus 99 ist 101. Ich muss da mal was drunter legen. Heute keinen Block mit. So, Moment. Plus 101 plus 101. Also hier stehen 100 mal ein 101er. Aber jetzt habe ich natürlich die Summe der ersten 100 genommen und dann nochmal die Summe der ersten 100 dazu gezählt. Also habe ich doppelt so viel, wie ich eigentlich brauche. Also ist das 100 mal 101 geteilt durch 2. Jetzt kann man sich schnell überlegen, dass man das natürlich auch, egal wie lang die Reihe wäre, wird das immer so funktionieren. Wenn da 1000 stehen würde, würde ich 1 plus 2 plus 2 bis 1000 schreiben und dann würde ich vorne mit der 1000 anfangen, dann wird da immer 1001 stehen. Oder wenn ich nur 40 habe, dann steht da halt 1 plus 40. Fange ich bei der 40 wieder an, habe ich 41. Also das wäre jetzt sozusagen ein Beweis ohne Induktion durch scharfes Hinsehen. Ist natürlich auch nicht verboten. Aber wir wollen es ja jetzt durch Induktion beweisen. Gut, das ist eine Aussage. Die Aussage ist vollständig gesagt, für alle n aus n gilt 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n ist gleich n mal n plus 1 halbe. Der Induktionsanfang ist dann immer gleich, man guckt, dass bei einer Gleichung die linke und die rechte Seite stimmen. Oder wenn das jetzt eine Aussage zur Teilbarkeit wäre, dass die Aussage für die Zahl 1 schon mal stimmt. Bei so Teilbarkeitsaussagen hat man nicht immer zwingend eine Gleichung da stehen. Oder es könnte auch eine Ungleichung da stehen. Da muss man halt schauen, dass die Ungleichung für 1 stimmt. Aber jetzt steht eine Gleichung da. Setzt mal links. Da muss man noch wissen, wie die Pünktchenschreibweise zu lesen ist. Wenn da steht 1 plus 2 plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen plus n, dann ist nicht das erste Glied 1 plus 2 plus 1. Also man muss mit der Pünktchenschreibweise intelligent umgehen. Gemeint ist dann natürlich bei dieser Pünktchenschreibweise, man zählt immer bis zu der Zahl n. Und wenn die Zahl n 1 ist, dann zählt man halt nur bis zur 1. Und das ist, diese Pünktchenschreibweise hat auch immer einen gewissen Interpretationsspielraum. Wenn da 3 stände, steht da 1 plus 2 plus 3. Aber wenn da 2 steht, steht da auch nur 1 plus 2 und nicht 1 plus 2 plus nochmal die 2. So ist das nicht gemeint. Man kann versuchen, das Ganze zu umgehen,
dadurch, dass man da halt hinschreibt, diese Summenzeichen und dann schreibt K von 1 bis N über K. Ja, das wäre dasselbe. Da kommt auch raus 1 plus 2 plus N. Aber hier ist das eigentlich dasselbe Problem. Jetzt könnte auch einer ins Überlegen kommen, wenn ich hier K von 1 bis 1 K habe, muss ich dann vielleicht auch 1 plus 1 schreiben. Nein, also da ist dann auch nur gemeint, man setzt immer in diesen hinteren Term ein und addiert dann. Also zum Beispiel, wenn da steht, Summe von k gleich 1 bis 3 über k, dann ist das dasselbe wie 1 plus 2 plus 3. So, aber da könnte zum Beispiel ja auch was Komplizierteres hinstehen. Also k gleich 1 bis 3, k Quadrat wäre ja dann 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat. Also das ist nur diese Summenschreibweise. Ich glaube, in der ganzen Vorlesung verzichte ich eigentlich auf die Summenschreibweise. Die brauchen wir nicht unbedingt. Aber kann sein, dass Sie die in anderen Vorlesungen dann sehen, aber dann erklären die Kollegen normalerweise eh, wie man damit rumgeht. Ich benutze das eigentlich nicht, weil es nur an dieser einen Stelle, sonst kommen die Summen nicht so oft vor. So, also 1 eingesetzt links ist also nur die Zahl 1. Okay, fertig. 1 eingesetzt rechts ist 1 mal in Klammern 1 plus 1 und davon die Hälfte. 1 mal 2 durch 2 ergibt 1, ist also auch 1. Also stimmt linke und rechte Seite überein. Damit ist der Induktionsanfang fertig. Es ist gezeigt, diese Aussage ist für die Zahl 1 richtig. Jetzt kommt der Induktionsschluss. Eieieiei. Dann hat er wieder geschlampert. So, das ist jetzt nur so halb okay. Das ändere ich nachher noch. Also der Schluss von K auf K plus 1 sollte natürlich auf der Folie stehen. Wir müssen zeigen, wenn die Aussage für ein beliebiges K richtig wäre, dass sie dann auch automatisch auch für seinen Nachfolger richtig ist. Sei also für ein beliebiges, aber festes K, da habe ich es geändert, naja, die Aussage A von K, 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus K ist gleich K mal K plus 1 halbe, richtig. Das nennen wir auch die Induktionsvoraussetzung oder kürzen das mit IV ab. Jetzt ist zu zeigen, und das nennt man manchmal auch die Induktionsbehauptung, dass A von K plus 1, also die Aussage für den Nachfolger, auch richtig ist. Das muss man auch wieder überlegen. Da steht also links 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus K plus 1. Auch wieder wichtig, natürlich steht da im Prinzip auch noch das K da drin. Also hier oben in der Aussage, da steht ja 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn Sie genug Zahlen haben, taucht hier auch ein K minus 1 und ein K minus 2 und ein K minus 3 auf. Und wenn Sie nur 3 Zahlen haben, dann steht da nur 1 plus 2 plus 3. Und dann ist das 3 schon das K und das K minus 1 wäre ja dann schon die 2. So, und hier stehen aber auch alle Zahlen 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus K plus K plus 1. Wenn man da 4 Zahlen hat, das könnte auch sein, dass das K plus 1 ist schon die 2, dann würde dann nur stehen 1 plus 2. Aber im Allgemeinen kann man es so aufschreiben. So, und hier muss ich jetzt auch beides mal K plus 1 einsetzen, dann kommt das raus. Und jetzt habe ich hier den Induktionsbeweis gemacht, wo ich mal mit der linken Seite der Induktionsbehauptung, das ist das hier, anfange und sage, naja, da steht ja eigentlich 1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus K plus 1. Und dann sage ich, ah, da kann ich ja jetzt die Induktionsvoraussetzung benutzen. Was 1 plus K plus Punkt, Punkt, Punkt plus K ist, weiß ich ja schon. Das ist K mal K plus 1 halbe. Und dann fehlt mir hier noch das K plus 1. Dann bringe ich das wieder mit geheimnisvoller Bruchrechnung auf einen gemeinsamen Nenner und mit geheimnisvollem Distributivgesetz forme ich das um zu K plus 1 mal K plus 2 halbe und dann freue ich mich, weil da ist die rechte Seite der Induktionsbehauptung herausgekommen. So, und andere Möglichkeit wäre auch noch gewesen, das habe ich beim letzten Mal aber schon gezeigt, dass ich mit der Gesamtaussage für das K anfange und hier so auf die Seite dran schreibe, naja, ich addiere mal auf beiden Seiten K plus 1 und gucke, was passiert und dann sehe ich auch, dass das stimmt. Und das sind so die zwei Möglichkeiten, so Gleichungsinduktionsbeweise zu machen. Entweder linke Seite Induktionsbehauptung hernehmen, umformen, bis ich irgendwie sehe, ah, da taucht ja die linke Seite von der Induktionsvoraussetzung auf,
dann ersetze ich diese linke Seite von der Induktionsvoraussetzung durch die rechte Seite von der Induktionsvoraussetzung und dann hoffe ich, dass ich durch weitere Umformung die rechte Seite von der Induktionsbehauptung herausbekomme. Das ist die Möglichkeit, die ich hier gewählt habe. Und die andere Möglichkeit ist, ich nehme die gesamte Gleichung der Induktionsvoraussetzung und forme irgendwie so um, dass hoffentlich irgendwann die gesamte Aussage von der Induktionsbehauptung rauskommt. Das sind so die zwei Wege, wie bei Gleichungen, die der Induktionsschluss funktionieren kann. Grau ist alle Theorie, deswegen machen wir noch drei weitere Induktionsbeweise. Wir fangen mal an mit der Bernoullischen Ungleichung, damit wir auch mal einen Induktionsbeweis gezeigt haben. Also die Bernoullische Ungleichung lautet, für alle natürlichen Zahlen gilt, 1 plus x hoch n ist größer gleich 1 plus n mal x, wenn das x eine reelle Zahl ist und das x größer als minus 1 ist. Na, bei kleiner als minus 1 sieht man, dass da ein Problem entsteht, dann wird ja das in der Klammer negativ und dann haut das nicht mehr hin. Und das braucht man insbesondere für den Grenzwertbereich der geometrischen Folge. Das ist aber nicht Thema der elementaren diskreten Mathematik, sondern üblicherweise Thema der Analysis, sich mit den Grenzwerten von Folgen und Reihen zu beschäftigen. Aber da kann man das als eine Näherung benutzen. So, jetzt wollen wir aber auch nichts damit nähern, sondern wir wollen beweisen, dass das richtig ist. Ich kann auch nicht verhindern, dass Sie das unter Umständen schon in der Analysis bewiesen haben. Ist ja egal, dann sieht man es halt jetzt nochmal. Gut, ich habe die Aussage nochmal hingeschrieben. Jetzt kommt wieder A1. So, linke Seite. Für das n, der Induktionsbeweis läuft über das n, nicht über das x. Das x ist sozusagen einfach irgendeine reelle Zahl. Das lässt man stehen. Also 1 plus x hoch 1, das ist dasselbe wie 1 plus x ohne die Klammer. Rechte Seite. 1 plus 1 mal x, das ist dasselbe wie 1 plus x. So, und jetzt kann man hier so seitlich ein Gleichheitszeichen ranmalen und sich freuen, weil die Behauptung ist ja, es ist größer gleich. Und wenn es dann gleich ist, ist auch kein Problem. Ist ja erlaubt. Wenn jetzt größer rausgekommen wäre, wäre auch okay gewesen. Kommt aber gleich raus, ist aber nicht schlimm. Auf jeden Fall freut man sich. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich es richtig hinschreibe. Jetzt kommt der Schritt von k auf k plus 1. Das ist auch wieder ganz ausführlich und schreibe hin, die Induktionsvoraussetzung ist also, dass 1 plus x hoch k größer gleich 1 plus k mal x für beliebiges, aber festes k richtig wäre. Ich schreibe extra Konjunktiv. Dann ist zu zeigen, die Induktionsbehauptung 1 plus x hoch k plus 1 ist dann größer gleich 1 plus k plus 1 mal x. Dann auch richtig. So, also diese Hintersätze müssen Sie beim Beweis natürlich nicht immer dazu schreiben. Das mache ich jetzt nur so. Also hier könnte ich sagen, wenn die Induktionsvoraussetzung 1 plus x hoch k größer gleich 1 plus k mal x für ein beliebiges, aber festes k richtig wäre, dann wäre sie auch immer für 1 plus x hoch k plus 1 richtig. Das muss ich zeigen. So, ich mache, glaube ich, wieder das so, dass ich erstmal mit der linken Seite der Induktionsbehauptung anfange. Wir können notfalls nachher auch nochmal wieder den anderen Induktionsschluss machen. Aber ich mache das wieder so, linke Seite Induktionsbehauptung fange ich an. 1 plus x hoch k plus 1. So, jetzt muss man natürlich immer überlegen. Ich muss das jetzt so umformen, dass ich die linke Seite der Induktionsvoraussetzung wiedererkenne. Ich schaue nur mal gerade, aber heute sollten die Akkus geladen sein. Ja.
Ja, ist nicht so schwierig, wenn man ein bisschen Potenzrechnung kann. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Haben Sie mal irgendwann gelernt. Also kann ich das hier auch hinschreiben als 1 plus x hoch k mal 1 plus x. Hier steht ja dann eigentlich 1 hoch 1. Also Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Das war die Regel, die man da gelernt hat. So, jetzt erkenne ich wieder meine Induktionsvoraussetzung wieder und sage jetzt, das ist größer oder gleich laut Induktionsvoraussetzung. Das ist besonders nett, wenn Sie das da hinschreiben. Dann wissen wir, wo Sie die Induktionsvoraussetzung benutzt haben. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, muss also eine Klammer schreiben. 1 plus k mal x mal 1 plus x. Ja, das sieht noch nicht ganz so aus wie die Induktionsbehauptung. Das haut doch nicht so ganz hin. Ja, wenn man jetzt gar keine andere Idee hat, könnte man ja mal ausmultiplizieren. Ich weiß gar nicht, ob das in Österreich anders heißt. Also die Klammern auflösen, wenn einem nichts anderes einfällt. Also steht da wohl 1 plus k mal x. Also 1 mal 1 plus k mal x plus x mal k mal x. Also noch plus ein x und plus ein k mal x zum Quadrat. Ich habe das einfach nur ausmultipliziert. Ja, was könnte man jetzt machen? Ja, jetzt muss man natürlich schon mal wieder ein bisschen auf die Induktionsbehauptung schielen. 1 plus k plus 1 mal x. So, wenn ich jetzt hier mal hinschauen und wieder ganz, ganz heftig an das Distributivgesetz denken, ja, dann sehen Sie doch, dass das hier auch geschrieben werden kann als 1 plus k plus 1 mal x. Und dann steht hier noch so ein übles k mal x Quadrat dahinter. Jetzt schauen wir mal, ob das k mal x Quadrat was kaputt macht. Ich würde sagen, nein. Was könnte schlimmstenfalls passieren? Also wir müssen zeigen, dass hier mindestens rauskommt 1 plus k plus 1 mal x. Jetzt haben wir da zusätzlich noch k mal x Quadrat stehen. Ja, was könnte schlimmstenfalls passieren? K mal x Quadrat wird negativ. Können wir mal überlegen, ob das passieren kann? X Quadrat ist eine reelle Zahl. Reelle Zahl zum Quadrat wird nicht negativ. Da braucht man, wenn überhaupt, komplexe Zahlen. K ist eine natürliche Zahl. Wird auch nicht negativ. Also wird k mal x Quadrat ist sozusagen immer größer gleich 0. Und damit kann man dann sagen, im Endeffekt ist das insgesamt also größer als 1 plus k plus 1 mal x. Damit ist man fertig. Das ist jetzt, da darf man sich auch nicht irgendwie, das ist nicht schlimm, wenn dazwischendurch mal Gleichheitszeichen und so stehen. Das ist ja gar kein Problem. Insgesamt ist es auf jeden Fall größer gleich. Es könnte größer sein, wenn hier hinten das k mal x Quadrat nämlich eine positive Zahl ergibt, was es sehr oft ergibt. Also wenn das x jetzt nicht gerade, also wenn jetzt das k nicht 0 ist, was es eigentlich nicht sein kann, man könnte sogar, wenn man streng genommen ist, sagen, das ist immer größer als 0. Also wird das hier hinten sogar immer größer als das sein. Aber es ist egal, es ist auf jeden Fall größer gleich. Das ist dann nicht falsch und mehr müssen wir zeigen. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass das, was hier steht, kleiner wäre als das, was da unten steht. Das kann aber nicht passieren, da müsste ja das hier hinten negativ werden. Das wird aber nicht negativ. Ich habe ja vorausgesetzt, dass x ist größer als minus 1 und das wird auch noch quadriert, da verrutscht eh nichts und das k ist sowieso eine natürliche Zahl, da verrutscht auch nichts. So, damit ist das fertig. Jetzt könnte man theoretisch noch versuchen, die andere Beweisoption zu nehmen. Also das hier war wieder links IB, links IV, rechts IV, rechts IB. Ja. Wenn Sie so wollen, das war das Beweisprinzip, was ich genutzt habe. Linke Seite Induktionsbehauptung, dann linke Seite Induktionsvoraussetzung wiedergefunden, dann durch rechte Seite Induktionsvoraussetzung ersetzt, dann so umgeformt, dass ich erkannt habe, dass die rechte Seite Induktionsbehauptung rauskommt. Wir könnten jetzt noch mal diese andere Option machen. Ich muss nur heute ein bisschen auf die Zeit achten. Oh, die Zeit haben wir. So viel Zeit muss sein. Wir könnten jetzt auch noch mal versuchen, ob wir das auch hinkriegen,
dadurch, dass wir die Gesamtaussage umformen. Also hier wären sie eigentlich fertig, also hier Grabstein. Also da, oder QED können sie auch schreiben, wenn sie Lateiner sind. Können ja auch noch ein Kreuz drauf machen, aber ich will ihnen ja keine Religion vorschreiben. So, also so, ist größer gleich 1 plus k mal x. Ja. So, jetzt, das wäre jetzt die andere Möglichkeit, dass wir sagen, wir fangen mit der Induktionsvoraussetzung um und formen die jetzt geschickt um. Ja, funktioniert halt auch nicht viel anders. Mir wird da auch nicht viel was anderes einfallen, als die ganze Gleichung mal 1 plus x mal zu nehmen. So, da muss man jetzt immer ein bisschen aufpassen, das kennen Sie vielleicht. Wenn man eine Ungleichung mit irgendeiner Zahl mal nimmt, worauf muss man aufpassen? Vorzeichen, ne? Vorzeichen, ne? Ganz wichtig. Wäre ja blöd, wenn das negativ wäre, würde sich ja das Relationszeichen genau umdrehen. Kann aber nicht negativ werden, weil das x ist ja größer als minus 1. Wenn hier was steht, was größer als minus 1 ist, ist das, was hier steht, auf jeden Fall immer positiv. Also ist nicht schlimm, dass man da mal nimmt. Nur da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ungleichungen mit Zahlen mal nehmen ist immer riskant. Auch Gleichungen mit Zahlen mal nehmen ist riskant, weil es könnte ja immer noch passieren, dass sie mit 0 mal nehmen und dann geht alles in Arsch, um es auf Deutsch zu sagen. Also mal nehmen mit Zahlen ist immer ein bisschen riskant bei Gleichung und Ungleichung. Aber hier ist alles in Butter. So, wenn sie einen auf schlau machen wollen, können sie noch schreiben, größer als 0 nach Voraussetzung. Ja. Und dann steht hier jetzt wieder 1 plus x hoch k mal 1 plus x. Und auf der anderen Seite steht größer gleich 1 plus k mal x mal 1 plus x. Ja, und jetzt tut sich schon nicht mehr so viel. Jetzt können Sie das hier vorne halt wieder umformen zu 1 plus x hoch k plus 1. Größer gleich. Und hier hinten könnten wir es jetzt wieder ausmultiplizieren. Wird halt wieder stehen. 1 plus k mal x plus x mal plus k mal x Quadrat. So, und jetzt könnten Sie hier einfach wieder weiterschreiben oder schreiben halt, wenn Sie ganz fleißig sind, schreiben Sie die linke Seite immer wieder hin. So, steht hier also, ist größer als gleich 1 plus k plus 1 mal x plus k mal x Quadrat. Und jetzt dürften Sie tatsächlich, das ist eine erlaubte Umformung, bei einer Ungleichung ist die Umformung erlaubt, hier dieses kx Quadrat einfach nur auf der einen Seite wegzuziehen. Also ist es tatsächlich okay, dann als nächsten Schritt hinzuschreiben, 1 plus x hoch k plus 1 ist größer gleich 1 plus k plus 1 mal x. Und damit wäre man dann fertig, weil das war ja genau die Induktionsbehauptung. So, das war jetzt Induktionsvoraussetzung, umformen, so dass Induktionsbehauptung rauskommt. Ich bin eigentlich eher ein Fan von dieser Variante, gerade bei Ungleichungen. Hier mit diesem letzten Schritt, da ist man sich immer nicht so sicher, ist das jetzt eigentlich erlaubt oder nicht. So. Aber es ist erlaubt, also es ist kein Problem. Gut, dann gucken wir mal weiter. Zweite Sache, die ich zeigen wollte. Zeigen Sie, dass Quadrate von ungeraden Zahlen beim Teilen durch 8 den Rest 1 lassen. Da lernen wir später in der Vorlesung noch mal irgendwann die Modulo-Schreibweise kennen, mit der man das sehr schick aufschreiben kann. Im Moment hätten wir die aber mal noch nicht. Und müssten uns jetzt irgendwie überlegen, was sind eigentlich Quadrate von ungeraden Zahlen und was heißt das, beim Teilen durch 8 den Rest 1 zu lassen. Oder auch bei einer Teilbarkeitsaussage, ich glaube, aufs Übungsblatt gebe ich dann eine Reihe, wo drin steht, jeder Ausdruck der Form so und so ist immer durch 8 teilbar. Und jetzt müssen wir uns quasi überlegen, wie kriegen wir das möglichst durch eine Gleichung hingeschrieben. Also hier muss man erst mal ein bisschen überlegen, Wie schaut die passende Gleichung aus? So, also ungerade Zahlen. Wenn wir ungerade Zahlen haben wollen, ungerade Zahlen, und wenn wir die üblichen natürlichen Zahlen nehmen, also das echte n, ja, dann würde ich sagen, die ungeraden Zahlen, das ist die Menge aller Zahlen,
Wie schreibe ich das jetzt möglichst so auf, dass es schön ist? Also das sind die Zahlen 2n-1 mit n-Element n. Das ist okay, ne? Also 2, 1 eingesetzt, 1 minus 1 ist 1, 2, 2 eingesetzt ist 4, minus 1 ist 3, 3 eingesetzt, 6 minus 1 ist 5, das scheint zu funktionieren. Damit kriegt man die ungeraden Zahlen. Die Aussage geht aber gar nicht um die ungeraden Zahlen, ne? Die Aussage ging um Quadrate ungerader Zahlen. Ja, ist ja nicht schwer, ne? Die Quadrate ungerader Zahlen, die sehen dann halt alle so aus. So. Das sind die Quadrate ungerader Zahlen. So kann man das hinschreiben. Ungerade Zahl und dann Quadrat machen. Das, so, ich könnte das auch wieder als Menge hinschreiben. Dann würde halt stehen, die Menge aller 2n minus 1 zum Quadrat, wobei n aus n kommt. Das kann man auch so aufschreiben. Das sind die Quadrate ungerader Zahlen. So, zweite Sache war, wir brauchen Zahlen, die beim Teilen durch 8 den Rest 1 lassen. Und müssen da irgendwie überlegen, wie kriegen wir die alle aufgeschrieben. Jetzt benutze ich mal nicht das n, weil das sonst Probleme macht. Weil ja gleich eine kombinierte Aussage kommt, ich nehme jetzt mal ein m. Also ich würde sagen, alle Zahlen, die man beim Teilen durch 8 den Rest 1 lassen, kann man so aufschreiben. 8 mal m plus 1, wenn m Element n 0 ist. Probieren Sie mal aus. Die Zahl 8. Wenn ich da 1 drauf addiere, kommt 9 raus. 9 geteilt durch 8 ist 1 plus Rest 1. Die Zahl 16 plus 1 ist 17. 17 geteilt durch 8 ist 2. Plus Rest 1. Ja, also die Zahlen, die beim Teilen durch 8 den Rest 1 lassen, kann man so aufschreiben. 8 mal m plus 1. Jetzt ist die Behauptung also, wenn wir die Behauptung anders aufschreiben, ist die Behauptung einfach, zu jeder Zahl 2 minus n Quadrat finden Sie ein m, so das gilt 8 mal m plus 1. So, ist noch nicht ganz sauber aufgeschrieben, aber weil wir noch keine Quantoren haben, normalerweise müsste hier vorne noch stehen. Ja, so, vielleicht können wir ja vorwegnehmendes lernen. Für alle n gibt es ein m, so dass. Das steht da eigentlich. Aber das können Sie erstmal vergessen. So. Im Moment merken Sie sich, so könnte man das hinschreiben. Gucken wir mal, wie das für 1 ausschaut. Stimmt die Aussage für 1? Die Aussage für 1. 2 mal 1 minus 1 zum Quadrat ist gleich 2 minus 1 zum Quadrat ist gleich 1 zum Quadrat ist gleich 1. So, jetzt finden Sie ein m, so dass 8 mal m plus 1, 1 ergibt, ja, ne? Also m gleich 0, dann 8 mal 0 plus 1 ist gleich 1. So, jetzt freuen Sie sich wieder, Induktionsanfang haut hin. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, Induktionsvoraussetzung und Induktionsbehauptung. Also a von k, daraus folgt a von k plus 1. Oh, geht immer noch ganz gut. So, der vordere Teil ist ja leicht. Also 2k minus 1 zum Quadrat, da finden wir, ich lasse jetzt hinten einfach das m mal stehen, oder wollen Sie da auch einen anderen Buchstaben? Gut, nehmen wir einen anderen Buchstaben. 8 mal a minus 1. So, sicher ist sicher. Das ist die Induktionsvoraussetzung. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen mit der Induktionsbehauptung. Die Induktionsbehauptung ist jetzt, okay, dann ist 2 mal k plus 1 minus 1 zum Quadrat.
auch wieder so, dass es beim Teilen durch 8 den Rest 1 lässt. Das ist eigentlich die Behauptung. Die nächste Zahl lässt beim Teilen durch 8 auch wieder den Rest 1. Das muss aber hier hinten nicht unbedingt 8 mal a plus 1 minus 1 sein. Also es ist nur die Behauptung, oh, ich habe das k plus 1 da wieder eingesetzt. Oh ja, entschuldigen Sie. Die ganzen Minus und Plusse verwirren langsam. Wichtig ist jetzt, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, die Induktionsbehauptung ist 8 mal a plus 1 minus 1. Das wäre aber zu streng, weil das würde ja dann heißen, aha, das ist dann auch wieder die nächste Durchzahl, die beim Teilen durch 8 den Rest 1 lässt. Das ist aber eigentlich gar nicht die Behauptung, weil wenn wir mal überlegen, unsere ursprüngliche Behauptung war ja nur, wenn man eine Zahl n hat, also die ist ungerade, und man quadriert das und dann, was da rauskommt, das lässt beim Teilen durch 8 den Rest 1. Also muss ich jetzt hier eigentlich auch nur wieder schreiben, es gibt dann irgendein b, für das wieder gilt, 8 mal irgendwas plus 1 ist das dann. Also es ist hier nicht so, dass dann hier auch genau 1 weitergezählt wird. Das ist so der wesentliche Unterschied bei diesen Teilbarkeitsaussagen. Da ist es dann wirklich immer nur, das, was da rauskommt, ist wieder in der Form 8 mal a oder 8 mal a plus 1. Ich glaube, in der Übung ist irgendwas mit, ist durch 3 teilbar. Und dann ist sozusagen da dann das einfach immer, das ergibt irgendein 3 mal a oder das ergibt irgendein 3 mal b. Es ist nur wichtig, dass dann bei der Induktionsbehauptung man sieht, da kommt jetzt wieder was raus, was durch 8 beim Teilen durch 8 den Rest 1 lässt. So, jetzt können, ansonsten funktioniert das aber jetzt wieder sehr ähnlich. Ich mache mal wieder hier IV links und so. Ne? Ich fange mal mit der linken Seite der Behauptung an. 2 mal k plus 1 minus 1, Klammern zum Quadrat. So, damit ich nicht ewig lange rumrechne, gucke ich mal eben, dass ich keinen Quatsch mache. Mache ich auch nicht. Ja, jetzt ist wohl innen drin erstmal vereinfachen gar nicht blöd. Also es hilft nichts, man muss das irgendwie auflösen. Man sieht da nicht direkt, wie da jetzt die Induktionsvoraussetzung drin steckt. Das kriegt man nicht hin. Also innen drin kann man ein bisschen vereinfachen. 2 mal k plus 1 ist also 2 mal k. An sich plus 2, aber dann steht ja noch ein minus 1, also nur plus 1. Das war jetzt hoffentlich nicht zu schnell. Also nochmal 2 mal k plus 1, in Klammer ist eigentlich 2 mal k plus 2 und dann minus 1, also 2 mal k plus 1 zum Quadrat. So, das ist jetzt das Erste. Ja, sehen wir aber immer noch nichts. Also hilft nichts, wird jetzt erstmal ausmultipliziert. Also 4k Quadrat plus 4k plus 1. Ja, scheiße, sieht man immer noch nichts. Okay, jetzt gibt es den anderen Trick, Nebenrechnung. Wir gucken einfach mal, was das hier ergibt, wenn man es ausmultipliziert. Ja, so, das machen wir so hier so heimlich auf der Seite, Nebenrechnung. 2k minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 4k Quadrat minus 4k plus 1. Oh, das ist ja nicht blöd, das kriegen wir jetzt aber irgendwie unter, ne? Das kriegen wir jetzt unter. Wir setzen das hier einfach mal so. Ich schreibe das jetzt hier einfach mal ganz frech hin. Jetzt stimmt das natürlich nicht. Das ist ja nicht dasselbe. Was fehlt noch? Plus 8k. Die habe ich ja, also hier steht plus 4k und hier steht minus 4k. Wenn ich dann hinten 8k wieder drauf gebe, dann ist wieder alles im Butter. Das ist wieder die berühmte Nulladdition im Prinzip. Man addiert so, dass in Summe das auf Null rauskommt. Den Trick braucht man relativ häufig. So, weil jetzt können Sie ja wieder sagen, aha, das hier, das kenne ich ja schon nach Induktionsvoraussetzung, was das ist. Das kann ich ja wieder hinschreiben. Aha, das ist also 8 mal a plus 1 plus 8k. Ja. Jetzt ist wieder das Distributivgesetz, Ihr Freund. 8 mal a plus k plus 1. Ja, verdammte Kiste. Dann machen wir doch das einfach so, dass wir hier schreiben, Doppelpunkt ist gleich b und dann sind wir fertig, weil dann steht da 8 mal b plus 1. Ich musste ja nur zeigen, dass das, was am Ende rauskommt, wieder die Form hat.
achtmal irgendwas und dann bleibt als Rest eins übrig. Was da in der Klammer drin steht, ist ja völlig wurscht. Wenn Sie achtmal irgendwas haben, dann ist das, was da rauskommt, immer durch acht teilbar. Was da drin steht, ist natürlich immer eine natürliche Zahl. Also Sie können sich jetzt sagen, so, hey, ich schreibe da ein halb rein, dann stimmt das gar nicht, was der vor uns gesagt hat. Aber das ist ja jetzt nicht erlaubt. Ne? Wir bewegen uns ja im Reich der natürlichen Zahlen. Also ist das 8 mal a plus k, was da innen drin steht, auf jeden Fall immer durch 8 teilbar und lässt Rest 1. Also bin ich hier fertig, Beweis ist durchgeführt. So, das ist bei diesen Teilbarkeitsbeweisen, ist das ein bisschen schwieriger zu sehen, wann man fertig ist. Muss man halt irgendwie sehen, okay, da ist jetzt etwas, was eindeutig die Form hat, dass es durch 8 teilbar ist. Das ist so da die etwas größere Schwierigkeit. Das wird aber auch nicht wirklich besser, wenn man die Modulo-Schreibweise hat. Dann hat man das Problem immer noch. Also das muss man das immer noch erkennen. Das macht es nicht einfacher. Da hat man halt nur eine andere Art, das dann aufzuschreiben. So, jetzt fehlt noch der letzte Beweis. Das wäre auch noch wichtig, dass man das mal gesehen hat. Und die Türme von Hanoi sparen wir uns dann vielleicht ein bisschen, um schneller durchzukommen. Bestimmen Sie die natürliche Zahl N0, ab der n Quadrat kleiner 2 hoch n für alle n größer gleich n0 richtig ist und zeigen Sie dies durch vollständige Induktion. Also sehen Sie, eigentlich wollte ich bei Beispiel 3 auch noch zeigen, dass man da die Induktion gar nicht braucht, aber das meine ich jetzt auch nicht. Das kann man eigentlich auch ohne Induktion beweisen. Ja, mache ich vielleicht doch noch. Wenn man mal scharf sich diesen Term hier anguckt, das hier, wenn Sie sich das hier mal angucken, das schreibe ich jetzt hier auf die Seite nochmal raus, 4k Quadrat plus 4k plus 1, dann gibt es so Schlingel, die schreiben das so auf, das ist dasselbe wie 4 mal k plus 1 plus 1. Das sind halt die zu viel Distributivgesetz gehört und gesehen haben. Und die sagen dann, ja, das da vorne ist sowieso immer durch 8 teilbar. Weil also 4 ist schon mal durch 4 teilbar. Und hier steht k und dann steht da k plus 1. Das ist also eine Zahl und ihr Nachfolger. Jetzt könnte das schon sein, dass das k eine Zahl ist, die nicht durch 2 teilbar ist. Ja, dann ist aber das k plus 1 durch 2 teilbar. Also steht hier viermal was, was durch 2 teilbar ist und das ist durch 8 teilbar. Jetzt könnten Sie sagen, ja, aber wenn das k durch 2 teilbar ist, ja, egal. Denn dann steht da ja auch viermal was durch 2 teilbar ist, also ist das insgesamt teilbar ist. Das heißt, diese Aussage kann man tatsächlich auch ganz ohne Induktion beweisen. Einfach durch geschicktes Ausklammern und erkennen, dass da aufeinander folgende Zahlen dabei sind. Also man muss eigentlich nicht unbedingt jede Aussage mit Induktion beweisen. Manchmal geht das auch ohne. Aber jetzt zu dem dritten, das ist jetzt also der Induktionsbeweis, beziehungsweise hier ist es Beispiel 4, wo das nicht sofort gilt. Also n Quadrat und 2 hoch n. Machen wir mal so eine Tabelle. 1 Quadrat ist 1, 2 hoch 1 ist 2. Aha, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Gucken wir mal weiter. 2 Quadrat ist gleich 4. 2 hoch 2 ist 4, sieht schlecht aus, da sind echt beide gleich. 2 hoch 3 ist gleich, ach Quatsch. 3 Quadrat ist gleich 9 und auf der anderen Seite haben wir 2 hoch 3 ist gleich 8. Sieht auch nicht gut aus, jetzt ist das hier ja kleiner sogar. Gut, gehen wir mal weiter. 4 Quadrat ist gleich 16 und 2 hoch 4 ist gleich auch 16, sieht auch noch nicht gut aus, da sind ja beide gleich. 5 Quadrat ist gleich 25 und 2 hoch 5 ist gleich 32. Aha, schaut so aus, als könnte es ab jetzt funktionieren. 6 Quadrat ist gleich 36, 2 hoch 6 ist gleich 64. Jo, jetzt haut's hin. Also ab jetzt passiert nichts mehr. Jetzt könnten wir sagen, falls n größer gleich 5, folgt n Quadrat ist kleiner als 2 hoch n. Das ist jetzt die Aussage, die wir beweisen wollen.
funktioniert eigentlich ganz genauso wie der andere Induktionsbeweis. Zwei Unterschiede. Der Induktionsanfang ist jetzt halt für 5. Macht keinen Sinn, den für 1 zu machen, weil wir ja schon wissen, 2 funktioniert gar nicht. Also das bringt es nicht. Und man darf im Induktionsschluss dann natürlich auch benutzen, dass dieses K und das K plus 1, was wir uns angeschaut haben, auf jeden Fall auch beide größer gleich 5 sind. Das darf man bei Umformungsschritten mitbenutzen. Und muss man in der Regel auch mitbenutzen. Manchmal braucht man es gar nicht, aber manchmal muss man es mitbenutzen. Nun, gut, also jetzt A von 5. Okay, steht schon da. 5 Quadrat ist gleich 25 und das ist kleiner als 36 ist gleich 6 Quadrat. Also da passiert nichts, das haut hin. Und jetzt wieder A von K folgt A von K plus 1. So, ja, die Induktionsvoraussetzung. Falls K größer gleich 5, gilt K Quadrat kleiner als 2 hoch K. Dann gilt auch K plus 1 in Klammern zum Quadrat ist kleiner als 2 hoch K plus 1. Gut. Ah, nachdem wir mit diesem linke Seite-Kram eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren sind, machen wir das, glaube ich, jetzt wieder. Wo? So muss das natürlich sein. Danke sehr. Ja, sehr hilfreich. Ja, das wird wieder einiges an Video-Editing kosten, dass man das nicht mehr merkt. So, na, das lasse ich einfach drin. Ist ja auch ganz menschlich, wenn nicht immer alles gleich sofort richtig ist. So, also hier ist die Induktionsbehauptung. Gut, fangen wir an. Also ordentlich Platz lassen. K plus 1 in Klammern zum Quadrat. Okay, da fällt mir auch nichts anderes ein. K, ich nehme vielleicht mal einen anderen Stift, der schmiert hier so. K Quadrat plus 2K plus 1. So, jetzt schauen wir mal. K Quadrat plus 2K plus 1. Jetzt könnten wir ja da hier dieses kleiner Zeichen mal verwenden und da hinschreiben, 2 hoch k plus 2k plus 1. So. Ja. Einige schreiben jetzt so eine Wunschvorstellung und schreiben dann als nächstes einfach hin, ist gleich 2 hoch k plus 1. Aber das stimmt leider nicht. Ganz so leicht kommen wir da nicht davon. So. Also hier steht 2 hoch k und hier steht 2 mal k plus 1. So, jetzt müssen wir wieder überlegen, was ist denn mit unserem K? Okay, ich mache es, glaube ich, mal doch so fuchsig, wie ich es ursprünglich hatte. Das ist jetzt allerdings wirklich Trick 17. Wir wünschen uns jetzt natürlich, dass wir irgendwie da 2 hoch K plus 1 hinkriegen. Das würde funktionieren, wenn hier nicht K Quadrat, sondern 2 mal K Quadrat stehen würde. Weil wenn da zweimal k Quadrat stehen würde, würde dann nachher da einfach stehen zweimal und das k Quadrat ersetzt durch das 2 hoch k. So, jetzt mache ich wieder den Trick mit der Nulladdition. Das ist ja wirklich ein bisschen tricky. Also ich sage hier einfach, ich schreibe einfach mal hin 2 hoch k Quadrat. So, das ist einmal k Quadrat zu viel. Also schreibe ich noch minus k Quadrat plus 2k plus 1 dazu. Jetzt ist wieder alles in Butter. Jetzt schreibe ich dahin, aha, laut Induktionsvoraussetzung, da habe ich ja hier vorne dann stehen 2 mal 2 hoch k minus k Quadrat plus 2k plus 1. So, jetzt ist man aber vielleicht immer noch nicht so wirklich happy darüber, was da hinten steht. Ja, jetzt muss man das hier noch irgendwie... Da muss man jetzt irgendwie sehen, dass das, was hier hinten steht, jetzt tatsächlich auch was Positives ist. Dass man das also weglassen kann.
Wenn das was Negatives wäre, dann würde es ja nicht helfen. Ich will ja am Schluss hier das 2 mal 2 hoch k alleine stehen haben. Und wenn hier hinten jetzt noch was Negatives stehen würde, dürfte ich das ja nicht einfach weglassen, weil es könnte ja genau dieser hintere Teil dafür verantwortlich sein, dass ich überhaupt kleiner werde als das, was da steht auf der anderen Seite. Das heißt, wenn das hier negativ wäre, wäre irgendwie nicht gut. Jetzt muss ich also sehen, dass hier hinten dieses minus k² plus 2k plus 1, dass da in Summe immer was Positives rauskommt. Das muss ich irgendwie erkennen. Dann bin ich zufrieden. Ja, jetzt schreiben wir das hier vielleicht wieder ein bisschen um. Ich könnte das ja mal so, jetzt fällt mir hier wieder vielleicht auf, wenn ich hier mal schreiben würde, ich schreibe mal minus vor die Klammer, dann steht hier k² minus 2k und jetzt eigentlich minus 1, das finde ich aber scheiße, deswegen schreibe ich dahin plus 1. Jetzt stimmt das natürlich nicht, da müsste ja eigentlich innen drin minus 1 stehen. Ja, stört ja nicht, da schreibe ich ja also minus 2 dahinter, dann stimmt ja wieder alles. Ja, das ist so ein bisschen Trick 17 jetzt an der Stelle. Ist wieder Nulladdition. Ja, Sie ahnen schon, was ich hier gerne hätte. Die binomischen Formeln waren noch ganz frisch, hat mein ehemaliger Chef immer gesagt. Hier steht ja jetzt k minus 1 in Klammern zum Quadrat. Und da weiß ich aber, naja, k minus 1 zum Quadrat, wie groß ist denn das? Naja, ich würde behaupten, wenn das k größer als 5 ist, dann steht hier 4 zum Quadrat, also ist das immer größer gleich 14. Was sage ich denn? 16 sogar. Oh. Ja, weil da steht mindestens 5 minus 1 in Klammern zum Quadrat. Weil für Zahlen kleiner als 5 reden wir ja nicht drüber. Die sind ja eh nicht erlaubt. So, also steht hier was, was größer als 16 ist. Hier hinter steht noch minus 2. Also ist die Gesamtzahl, die dahinter steht, auf jeden Fall noch größer gleich 14. So, ist aber wurscht. Solange die größer gleich 0 ist, steht hier also tatsächlich, wird hier etwas drauf addiert. Hier hinten minus k² plus 2k plus 1 ergibt für k größer als 5 immer eine Zahl, die mindestens 14 groß ist. Ich meine, wenn Sie das nicht glauben und Sie haben das halt nicht so mit den binomischen Formeln und so, dann könnten Sie jetzt minus x² plus 2x plus 1 in GeoGebra eintippen und sich den Plot anschauen und gucken, wo das ab 5 liegt. Und dann sehen Sie, dass das bei 5 schon 14 ist und danach immer größer. So, das heißt also, dieser Teil hier ist insgesamt immer größer gleich 0. Und damit stimmt das dann, dass das insgesamt größer ist als 2, das ist sogar echt größer als 0, das ist größer gleich 14, echt größer als 0. Also ist der Gesamtteil größer als 2 mal 2 hoch k. So, da sehen Sie schon, das war jetzt schon ein Induktionsbeispiel, wo man doch ein bisschen mehr rumfuschen musste, um da die Umformung zu sehen. Das hat man halt manchmal. Ich weiß gar nicht, ein ähnliches ist auf dem Übungsblatt. Wenn Sie Glück haben, geht das ein bisschen leichter, ich glaube schon. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Es könnte sogar sein, dass in diesem Fall die Umformungsmöglichkeit leichter ist, mit der Gesamtbehauptung für k anzufangen und da irgendwie immer brav mal zu nehmen. Ja, ich glaube, das geht hier wirklich viel leichter. Das war jetzt blöd, dass ich das so rumgezeigt habe. Ich zeige Ihnen jetzt mal die andere Richtung, da geht das nämlich viel, viel einfacher. Da haben wir ja die Behauptung, da fangen wir mit der Induktionsvoraussetzung an. Das war jetzt echt dämlich, dass ich das so rumgezeigt habe. So, und jetzt will ich das so umformen, dass nachher die Gesamtaussage hier unten irgendwann rauskommt. K plus 1 in Klammern zum Quadrat ist kleiner als 2 hoch K plus 1. Das soll am Ende irgendwann da mal stehen. Und jetzt sage ich einfach, ach ja, das wäre ja nicht doof, wenn ich einfach mal beide Seiten mit 2 mal nehme. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Ja, dann steht hier 2 mal k Quadrat und hier steht, ist kleiner als 2 hoch k plus 1. Ich war jetzt mal faul und habe das da direkt schon rein multipliziert. Also eigentlich steht da erst 2 mal 2 hoch k, aber dann gilt wieder der berühmte Satz, den Sie ja schon kennen.
Potenzen werden. Ja, so. Und jetzt sag ich, das K-Quadrat, das gefällt mir da aber nicht. Ich will ja hier so ein K-plus-1-Draht haben. Jetzt fange ich hier hinten einfach mal an und rechne um. Dann steht ja hier K-Quadrat. Ich fange einfach von hinten auch mal an rumzurechnen und schreibe das hier mal auf als 2 plus 2K plus 1. So, und jetzt vergleiche ich das mal und jetzt sage ich, na ja, aber ich könnte ja vielleicht so das auch hinschreiben, K-Quadrat plus K-Quadrat. Und jetzt sehe ich, also jetzt haut das ja schon ziemlich gut hin. Jetzt ist ja eigentlich nur noch so ein Versagerterm, wo ich gerne wüsste, dass der übereinstimmt. Also hier ist jetzt ein 2k plus 1 und da ist ein k Quadrat. Jetzt ist die Frage, kann ich das machen? Wie verhält sich denn k Quadrat zu 2k plus 1? Also darf ich auf der linken Seite das einfach ersetzen? Ersetzen darf ich das k Quadrat durch das 2k plus 1, wenn ich sicher weiß, dass das k Quadrat größer als dieses 2k plus 1 ist. Weil dann mache ich ja die linke Seite kleiner, dann stimmt auf jeden Fall die Gleichung immer noch. So, und jetzt müsste ich mir nur angucken, haut das hin? K Quadrat, ist das eigentlich immer größer als 2k plus 1? So, und jetzt, ach Mist, jetzt könnten Sie wieder einen Induktionsbeweis machen, um das zu zeigen. Ach, das geht viel leichter, da brauchen wir keinen Induktionsbeweis. Das geht viel leichter. K Quadrat, ich schreibe das einfach mal so hin. Wozu Induktionsbeweis? So, jetzt schreibe ich das hier so hin, größer als 0. Ist natürlich noch Wunschdenken. Jetzt mache ich halt meinen selben Trick wie vorhin. K Quadrat minus 2k plus 1 minus 2 ist größer als 0. Steht hier k minus 1 in Klammern zum Quadrat minus 2 ist größer als 0. Und jetzt mache ich dasselbe Argument, was ich vorhin auch benutzt habe. Jetzt sage ich einfach, okay, wenn das k hier vorne ein Fünfer ist, dann steht hier 5 minus 1, 6 minus 1. Also das, was hier vorne steht, ist auf jeden Fall größer gleich 16. Minus 2 ist das hier also größer gleich 14. Also ist das insgesamt größer 0. Stimmt, und damit stimmt das, und damit stimmt das, und damit stimmt das, und fertig. Aber Sie sehen, um diese Abschätzung sind Sie jetzt nicht rumgekommen. Wir hätten jetzt auch wieder den Induktionsbeweis machen können für die neue Aussage, aber es hätte sein können, dass wir wieder so eine Abschätzung brauchen. Also diese Abschätzungen braucht man dann zwischendurch immer mal. In diesem Fall ist es halt, dass man, und das, da merken Sie, das ist eigentlich so ein bisschen die größte Schwierigkeit bei den Induktionsbeweisen, ist in der Regel nicht so die Logik und so, sondern dass, wenn die Aussagen etwas komplizierter werden, man halt so ein paar Tricks braucht, wie man die Aussage so umformt, dass dann das rauskommt, was man haben kann. Und die wichtigsten Tricks, die Sie heute gesehen haben, sind, ständig wird irgendwas addiert und subtrahiert, so dass sich in Summe 0 ergibt. Und zwar so, eigentlich immer. Sie brauchen ganz oft binomische Formeln. Also Sie ergänzen irgendwas auf eine binomische Formel. Woran liegt das, dass die binomischen Formeln so oft vorkommen? Ja, weil Sie immer was mit Aussagen für n plus 1 haben. Und dann kann das oft n plus 1 in Klammern zum Quadrat oder sowas sein. Dadurch kommen halt oft die binomischen Formeln rein. Also, dass man irgendwas so ergänzt, dass man die binomische Formel nutzen kann. Das kommt relativ oft vor. Und das ist immer so ein bisschen tricky. Das kann je nach Beweis dann ein bisschen tricky sein, dass man halt nicht direkt sieht, wo steckt denn jetzt die Induktionsvoraussetzung? Also wie kriege ich es denn jetzt so umgeformt, dass da tatsächlich die rechte Seite von der Induktionsbehauptung steht? Das ist manchmal etwas schwieriger als, das haben wir jetzt an dem dritten Beispiel gesehen. So, jetzt machen wir vielleicht doch noch die Türe von Hanoi, mache ich nur im Schnelldurchlauf. Es geht um das Problem, dass Sie da diesen Turm auf einen anderen Turm umstapeln sollen, aber Sie dürften immer nur kleine Scheiben auf größere legen und Sie dürfen immer nur eine Scheibe wegheben. Und jetzt ist die Frage, wie viele Züge braucht man dann, um diesen Turm von ganz links nach ganz rechts zu bringen, wenn der 1, 2, 3, 5 und so weiter Scheiben hat. Jetzt müssen wir eben, ich glaube so, ne? So. Wie komme ich jetzt in das Steuerung 2, glaube ich, ne? So. So, also hier,
Ja, für zwei Scheiben ist das nicht so schwer. Also Sie wollen, dass der Turm nachher ganz hier rechts ist. So, dann würde ich vorschlagen, zwei Scheiben. Erste machen wir dahin, machen wir den dahin und dann machen wir den dahin. Ha! Drei Züge! Verdammt gut, ne? So, jetzt machen wir es mal für drei Scheiben. Wie soll ich anfangen? Ja, finde ich gut. Und jetzt ihn hier wahrscheinlich auf ihn hier, ne? So, und jetzt kommt wichtige, den hier auf den hier. Und jetzt den hier auf den hier. Den hier auf den hier. Dupp. Ha. So. Für vier Scheiben mache ich es jetzt nicht mehr, weil da verhaspel ich mich bestimmt. Aber es gibt ein ganz klares System, nach dem man das lösen kann. Ach so, jetzt Steuerung 1 wahrscheinlich. So, da wäre jetzt eigentlich die Frage gewesen, das skippen wir jetzt mal. Also ich habe es hier nochmal aufgemalt für alle möglichen. Hier ist jetzt, glaube ich, ein bisschen gemogelt. Der landet manchmal nicht rechts, sondern in der Mitte. Da müsst du mal halt anders anfangen. Dann würde der immer rechts landen. Ich habe für eine Scheibe einen Zug, für zwei Scheiben habe ich 1, 2, 3, 1, 2, 3 Züge und für drei Scheiben habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schübe. Die Vermutung ist, dass es immer 2 hoch n minus 1. Und die andere Vermutung ist, also ich weiß nicht so, einige böse Lehrer machen ja auch noch Folgen und rekursive Darstellungen. Für eine Scheibe braucht man 1. Und ich behaupte, was man an dem Bild auch erkennen kann, ist, dass wenn Sie für n Scheiben eine bestimmte Anzahl von Zügen benötigen, nämlich a n Züge, dann benötigen Sie für n plus 1 Scheiben, also für eine Scheibe mehr, genau doppelt so viele Züge plus nochmal einen. Woher kommt das? Dass das stimmt, also diese Rekursion ist richtig. Woher kommt das, dass das stimmt? Naja, man kann sich das ja so denken. Bei den drei Scheiben mache ich nichts anderes als bei den zwei, nur so zwei geteilt. Also ich nehme erstmal die zwei Scheiben, die oben liegen und sehe schon mal zu, dass die auf einem der anderen beiden Dinger landen. Möglichst nicht auf dem, wo sie ganz am Schluss landen sollen, das wäre bräsig, sondern auf dem anderen von den beiden. Dafür brauche ich, also zum Beispiel hier für die zwei Scheiben, weiß ich schon, ich brauche drei Züge. Das sind die ersten drei Züge, dann sind die zwei hier auf dem mittleren Pinöppel. So, jetzt brauche ich einen Zug, um die dritte Scheibe auf das andere Ding zu bringen. Und jetzt, wenn man mal scharf hinsieht, mache ich eigentlich genau dieselben Züge wie vom Anfang wieder. Ich lege wieder den Einser darüber, dann lege ich den Zweier dahin, wo er eigentlich hin soll, und dann lege ich den Einser da drauf. Und das geht so weiter. Jetzt auch bei drei Scheiben und vier Scheiben wäre das wieder so. Man macht erst alle sieben Züge, die man für drei Scheiben gemacht hat, und macht die aber jetzt in einer etwas anderen Reihenfolge, so dass die dann nachher alle auf dem mittleren sind. Dann habe ich wieder einen Zug, um die vier dahin zu legen. Und dann kann ich die anderen mit genauso vielen Zügen darüber legen. So, und das hier ist quasi dieser Teil der Formel, ist sozusagen der Induktionsschluss. So, und der Induktionsbeweis läuft dann einfach so, für eine Scheibe braucht man eine, stimmt. Und der Induktionsschluss wäre jetzt sozusagen, dass wir zeigen, wenn man für n Züge 2 hoch n minus 1 braucht, dann braucht man für n plus 1 Züge 2 hoch n plus 1 minus 1 Züge. Und das klappt aber dadurch, dass man weiß, dass man immer genau doppelt so viele plus 1 braucht. Wenn man das benutzt, kommt das direkt raus. Das wäre so ein ganz komplizierter Induktionsbeweis, wo gar keine Gleichung da steht, sondern wo so eine Anzahl beschrieben ist. Da stelle ich Ihnen mal eine ganz ausführliche Lösung ins Moodle rein, dann können Sie sich das bei Lust und Laune mal ansehen. Aber so komplizierte Induktionsbeweise kommen hier gar nicht vor und sind auch eher selten. Grundsätzlich sollte man noch mal sagen, es gibt halt zwei sinnvolle und eine nicht so sinnvolle Möglichkeiten, Induktionsbeweis zu führen. Entweder linke Seite AK plus 1 losrechnen und unter Benutzung der Induktionsvoraussetzung so lange umformen, bis die rechte Seite von AK plus 1 herauskommt.
oder die Gesamtaussage von AK so lange umformen, bis die Gesamtaussage von AK plus 1 rauskommt. Kann mal das eine, mal das andere vernünftiger sein. Was man tunlichst nicht machen sollte, ist bei AK plus 1 anfangen und das so lange umformen, bis AK rauskommt. Das hilft nämlich logisch nichts. Wenn nämlich die Aussage AK plus 1 kompletter Schwachsinn ist, dann kann man auch mit richtigen Folgerungen zu einer richtigen Aussage kommen. Das hilft dann logisch nichts. Also deswegen soll man nie mit der Gesamtinduktionsbehauptung anfangen, um was rumzurechnen, außer man weiß, was Äquivalenzumformungen sind und macht sich in jedem Umformungsschritt klar, dass der auch in die andere Richtung funktioniert, weil das wäre dann wichtig. Wichtig ist, Sie müssen zeigen, unter der Voraussetzung, dass A von K wahr ist, ist auch AK plus 1 wahr. Und um das hinzukriegen, hilft es Ihnen nicht, wenn Sie von AK plus 1 ausgehend zeigen, dass A von K wahr ist. Das ist logisch völlig unabhängig voneinander, wie wir ja vielleicht nicht mehr heute, aber irgendwann dann sehen werden. So, also Induktionsbeweise gibt es für fast jede Aussage über natürliche Zahlen. Ist damit beweisbar, aber es ist nicht immer nötig. Es gibt auch manchmal Aussagen, die kann man ohne Induktionsbeweisen. Und Induktionsbeweise, bei denen man die Induktionsvoraussetzung gar nicht benutzt hat, sind entweder falsch oder es sind halt solche Aussagen, die man auch ohne Induktion hätte beweisen können. Also das kann mal passieren, dass man merkt so, ups, ich habe ja die Induktionsvoraussetzung gar nicht benutzt, dann heißt das, man hat eine Aussage gefunden, die man theoretisch hätte auch ohne Induktionsvoraussetzung beweisen können. Unsere Teilbarkeitsaussage war zum Beispiel so eine Aussage. Und man kann eben auch Aussagen beweisen, die erst ab einem bestimmten K gelten. Dann hat man einen verschobenen Induktionsanfang und dann darf man bei den Umformungen benutzen, dass das K tatsächlich auch größer als 1 ist. Haben wir gerade gesehen mit diesem 16-14-Argument, was für 1 gar nicht funktioniert hätte. Ja, dann kann man daraus noch zwei Sachen ableiten. Das eine ist das Wohlordnungsprinzip, das werden wir relativ oft benutzen später. Das besagt, jede nicht leere Menge natürlicher Zahlen enthält eine kleinste Zahl. Auch unendliche Mengen natürlicher Zahlen haben immer eine kleinste Zahl. Das kann man manchmal benutzen für Beweise und das kann man selber auch beweisen mit dem Induktionsprinzip. Ist aber auch ein Beweis, wo ich sage, ah, den stelle ich für die Streber ins Moodle. Wir gucken uns den jetzt nicht an. So, daraus leiten sich ab zwei Beweisprinzipien. Der unendliche Abstieg, der funktioniert so, man weiß eigentlich, dass etwas keine Lösung hat. Und da sagt man mal, ich tue mal so, als hätte ich eine Lösung in den natürlichen Zahlen und kann dann zeigen, wenn es eine Lösung gäbe, gäbe es auch immer eine kleinere Lösung. Und dann hat man das bewiesen, dass das keine Lösung sein kann. Weil wenn man was gefunden hätte, wo man sagt, ich kann auch immer noch eine kleinere Lösung finden, dann würde ich ja immer eine kleinere Zahl finden. Und das kann nicht sein, weil jede Menge natürlicher Zahlen enthält eine kleinste Zahl. Wenn ich dann ein Prinzip angebe, wodurch ich immer eine kleinere Zahl finde, ist das ein Widerspruch. Das kann mal sein, dass das mal irgendwann in Zahlentheorie einer benutzt. Oder es gibt auch der kleinste Verbrecher, da macht man das umgekehrt. Man nimmt an, es gäbe ein kleinstes Gegenbeispiel. Dann sagt man, ich finde aber dann immer noch ein kleineres. Also kann das gar kein Gegenbeispiel gewesen sein. Und, das ist auch recht bekannt, könnte ich vielleicht eine Übungsaufgabe mit reinnehmen, nachdem wir zu dem einen heute sicher nicht mehr kommen. Wenn man n plus 1 Kugeln auf n Schubfächer verteilt, so gibt es mindestens ein Schubfach unter den n-Stück, in dem sich mehr als eine Kugel befindet. Ja, wenn Sie zu einer Kindergeburtstagsfeier 13 Kinder einladen, dann haben von denen wenigstens 2 im selben Monat Geburtstag. Ja, absolut sicher. Ja. Das geht nicht anders, weil maximal könnte es so sein, dass 12 Kinder dabei waren, die alle in verschiedenen Monaten, aber dann sind ja die Monate aufgebraucht. Was macht denn dann das 13. Kind? Ja, so. Also das ist sicher, es geht nicht um die Wahrscheinlichkeit. Für die Wahrscheinlichkeit würden wahrscheinlich 4 Kinder reichen und man hat schon 90% Wahrscheinlichkeit oder so. Aber für die Sicherheit 13. Oder man kann das auch noch erweitern. Werden A mal n plus 1 Kugeln auf n Schubfächer verteilt, so gibt es mindestens ein Schubfach unter den n-Stück, in dem sich mindestens A plus 1 Kugeln befinden. Ist auch wieder klar, weil wenn Sie in all die Schubfächer A Kugeln legen und Sie haben n Schubfächer, dann haben Sie ja erst A mal n Kugeln verteilt.
Wenn Sie jetzt A mal N plus 1 Kugeln haben, bleibt ja wieder eine Kugel über. Ja, hier ist, dann kann man auch durch vollständige Zonen beweisen. Hier habe ich mal realistischere Zahlen. Also besuchen 37 Studierende eine Vorlesung, so gibt es einen Monat, in dem mindestens 4 Studierende aus der Vorlesung Geburtstag haben. Ja, weil, also was ginge? 36 Studierende, da wird es noch funktionieren, dass in jedem Monat 3 Geburtstag haben, wird gerade noch hinhauen. Aber dann kommt der 37. Wo soll der dann hin? Also gibt es mindestens einen Monat, in dem 4 sind. Realistischerweise gibt es wahrscheinlich eher einen Monat, wo es sogar 6 oder 7 gibt, weil die Geburten ja gar nicht gleich verteilt sind übers Jahr, was so mit der Zeugungswilligkeit zu unterschiedlichen Temperaturen zu tun hat. Und da gibt es ja durchaus Schwankungen. So. Gut, das kann man auch mit Induktion beweisen. Da können Sie sich einen sehr schönen Videobeweis ansehen, weil als ich letztes Mal versucht habe, das live zu beweisen, hat das eine halbe Stunde gedauert und war dann trotzdem falsch. Deswegen mache ich das diesmal erst gar nicht. Da gibt es das dann schön langsam in Ruhe am Küchentisch, wo ich da sitze, da habe ich das schön bewiesen. Aber das sind auch Induktionsbeweise, die so schwierig sind, dass das weit über das herausgeht, was wir in elementare diskrete Mathematik machen. Aber man kann sich das mal angucken, weil es kann natürlich schon sein, dass in anderen Lehrveranstaltungen ähnlich schwierige Induktionsbeweise mal vorkommen, dann sieht man das mal. Ich habe mich beim letzten Mal total verhaspelt, weil ich nicht mehr wusste, ob man über das A oder das N, also was da eigentlich die Induktionsvariable ist. Und es ist in dem Fall nämlich das A. Und das hat mich total verwirrt. Ja. Weil dann geht das in die Hose. So, jetzt machen wir noch Beweisverfahren, intuitiver Rückblick. Das klappt noch und die Quantoren, die bleiben dann für nächste Woche. Wie kann man beweisen? Eines der häufigsten Beweise ist der Beweis durch Widerspruch einer einfachen Aussage. Wir sagen, wir glauben eigentlich, dass die Aussage wahr ist und wir widerlegen jetzt ihr Gegenteil. Also, Sie sagen zum Beispiel, Trump sagt immer die Wahrheit. Ja? So. Das wäre die Aussage, die Sie widerlegen wollen. Dann muss er ein Beispiel finden, wo er gelogen hat. Aber wir machen es hier anders. Mit immer ist schon schlecht wegen Allquantor. Wir sagen mal, Wurzel 2 ist keine rationale Zahl. Das ist die Aussage, die wir glauben. Das glauben Sie, weil Ihnen das mal Ihr Lehrer gesagt hat, dass das stimmt. Die Wurzel aus 2 ist 1,41 irgendwas und das hört irgendwie nie auf da hinterm Komma. So, jetzt könnte man das indirekt beweisen, indem man sagt, nein, ich tue mal so, als wäre Wurzel 2 eine rationale Zahl und ich führe das jetzt auf eine Aussage, bei der mir selbst klarer ist, dass sie auf jeden Fall falsch ist. Dann sage ich, das kann aber nicht sein. Es gibt so ein Grundprinzip der Logik, das besagt, aus wahren Aussagen können durch wahre Schlüsse auch wieder nur wahre Aussagen herauskommen. Also wenn ich mit was Wahrem anfange und ich mache zulässige Schlüsse, die erlaubt sind, dann muss am Ende auch wieder was Wahres rauskommen. Wenn ich also eine Aussage habe und ich mache lauter wahre Schlüsse und am Ende kommt was Falsches raus, dann muss die Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, falsch gewesen sein. Die andere Möglichkeit ist, ich habe unzulässige Schlüsse benutzt. Ja, aber das wäre ja dann ein Fehler im Beweis. Ne? Also das wäre halt blöd. Also wenn ich eine Aussage nehme, die ist eigentlich falsch und ich mache wahre Schlüsse und da kommt was Falsches raus, freue ich mich, weil es kann einfach nicht sein, dass ich was Wahres habe, ich mache zulässige Schlüsse und dann kommt am Ende was Falsches raus. Das ist sozusagen logisch verboten. Man kann das dann noch formalisieren durch sogenannte Wahrheitstabellen, das machen wir auch noch. Aber jetzt erstmal so denken wir uns, das klingt gut, wenn ich am Anfang was habe, was eigentlich wahr ist, da muss durch wahre Schlüsse was Wahres rauskommen. Und wenn ich jetzt was habe, wo ich nur so tue, als ob das wahr ist, und ich mache lauter wahre Schlüsse und da kommt was Falsches raus, dann kann ich nachher sagen, siehst du, habe ich dir ja gleich gesagt, das war gar nicht wahr. Das ist der indirekte Beweis. So, und hier funktioniert das ja üblicherweise so, dass man sagt, wenn das eine rationale Zahl ist, dann ist sie darstellbar als ein Bruch. Ein Bruch bedeutet, im Zähler steht eine ganze Zahl und im Nenner steht eine natürliche Zahl. Wieder eine richtige natürliche Zahl, also im Nenner steht keine Null, du. So, im Zähler darf eine Null stehen. So, dann sage ich, ja, ich forme das mal so ein bisschen um, ich quadriere das mal und schmeiße das N noch auf die andere Seite rüber.
Hier war ich ein bisschen faul, habe das alles in einem Schritt gemacht. Dann steht da jetzt 2 mal n Quadrat ist gleich m Quadrat. Sagen Sie, ja toll, Herr Frunz, weiß ich ja immer noch nicht, ob das wahr oder falsch ist. Was soll der Scheiß? Und dann sage ich, das ist ein Widerspruch gegen die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Wenn ich mir überlege, die 2 kommt auf der linken Seite jedenfalls einmal als Primfaktor vor. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Die könnte in dem n nicht vorkommen. Da kommt sie auf jeden Fall auf der linken Seite in ungerader Zahl vor, nämlich einmal. Und in dem n kommt sie meinetwegen nicht vor. Im m gibt es auch nur die Möglichkeiten, sie kommt entweder vor der Primfaktor 2 oder er kommt nicht vor. Ja, aber im m Quadrat kommt er ja dann entweder doppelt vor oder gar nicht vor. Er könnte jetzt auch dreimal vorkommen im m. Dann wird er aber in m Quadrat ja 6-mal vorkommen, weil das ist ja m mal m. Also kommt auf der rechten Seite kommt der Primfaktor 2 auf jeden Fall in einer geraden Anzahl vor. Entweder 0, wenn er im m gar nicht drin ist, oder wenn er im m einmal dran ist, kommt er insgesamt 2-mal vor. Oder der Primfaktor kommt, wenn er im m 3-mal vorkommt, kommt er 6-mal vor. Wenn er 4-mal vorkommt, kommt er eigentlich 8-mal vor. Auf jeden Fall in gerader Anzahl. Linke Seite kann ich aber dasselbe Spiel für das n machen. In dem n kommt er entweder gar nicht vor, dann kommt er links 1-mal vor. Oder er kommt im m 2-mal vor. Ja, okay, dann kommt er in n Quadrat aber auch wieder 4-mal vor. Oder er kommt da 3-mal vor, dann kommt er in n Quadrat 6 vor. Aber er kommt auch immer noch einmal zusätzlich in der 2 vor. Also der Primfaktor 2 kommt hier in ungerader Anzahl vor und auf der rechten Seite kommt er in gerader Anzahl vor. Da sagen Sie, nein, das ist verboten, ja, das ist nicht erlaubt. Eine Zahl kann doch nicht 2 verschiedene Primfaktordarstellungen haben. Wenn da eine Gleichung steht, heißt das ja, wenn man das alles ausrechnen würde, kommt links und rechts dieselbe Zahl raus. Ja, aber in dem einen Fall hätten Sie eine Primfaktorzerlegung von der Zahl, wo der Primfaktor 2 in ungerader Anzahl vorkommt und auf der rechten Seite hätten Sie einer, wo in gerader Zahl vorkommt. Und es gibt halt einen Satz, den wir auch noch kennenlernen werden, aus der elementaren Zahlentheorie, und der sagt, die Primfaktorzerlegung ist eindeutig. Das haben Sie ja auch benutzt, ne? Also wenn Sie jetzt Lehrer hatten, die Sie gequält haben mit dem Hauptnenner, haben ja gesagt so, du musst mal eine Primfaktorzerlegung von der Zahl machen und die Primfaktorzerlegung ist immer eindeutig. Ich kann eine Zahl als Produkt von Primfaktoren darstellen. Bis auf die Reihenfolge der Primfaktoren ist das aber eindeutig. Es gibt keine Zahl, die kann ich so aufschreiben, dass da nur einmal der Faktor 2 vorkommt. Und die kann ich auch noch so aufschreiben, dass 2-mal der Faktor 2 vorkommt. Sagen Sie, ja klar, gibt es ja doch. Ich kann ja schreiben 2 mal 26 und einmal 6, einmal 52, da taucht sie einmal auf und einmal nicht. Ja gut, aber da sind ja auch nicht nur Primzahlen dabei, sage ich dann. Da haben sie ja eigentlich stehen 2 mal 2 mal 13. Und wenn sie auf der anderen Seite komplett in Primfaktoren zerlegen, steht da auch 2 mal 2 mal 13. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also die Primfaktorzerlegung ist eindeutig und hier wird das nicht hinhauen. Also haben wir einen Widerspruch zur Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Ja. Also wann überzeugt Sie der Beweis? Nur dann, wenn Sie schon an die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung glauben. Aber das ist quasi immer so, der indirekte Beweis führt Sie halt auf eine Aussage, von der man hofft, dass Sie die eher glauben. Manchmal geht das leichter, dann steht am Ende sowas da wie 2 gleich 0. Da hat dann jeder von uns so das Gefühl, 2 gleich 0, das habe ich irgendwie anders gelernt, das kann nicht stimmen. Ja, dann glaubt man den indirekten Beweis etwas leichter. Ganz so oft kommen diese Beweise gar nicht vor. Öfter kommen die Beweise von Implikationen vor. Zum Beispiel, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Das finden wir gut. Könnten wir mal versuchen, direkt zu beweisen. Also ich sag mal, diese Zahl da, die ist x. Wenn die durch 4 teilbar ist, heißt das, ich kann das aufschreiben als x ist gleich 4 mal n, wie Norbert. Und wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist, dann könnte ich das hinschreiben als 2 mal m.
So, und jetzt kann ich das natürlich direkt beweisen in dem Fall. In dem Fall würde ich sagen, aha, wenn meine Zahl durch 4 teilbar ist, dann kann ich das aufschreiben als 4 mal n. Jetzt weiß ich aber, 4 ist 2 mal 2, also kann ich das aufschreiben als 2 mal 2 mal n. Jetzt kann ich mir überlegen, aha, dann setze ich einfach 2n gleich m, dann steht da 2 mal m. Jetzt habe ich gezeigt, für jede Zahl, die ich als 4 mal n schreiben kann, kann ich das auch als 2 mal m schreiben und damit ist das direkt bewiesen. Hier würde bei den Induktionsbeweisen haben wir jetzt eigentlich auch immer die Implikation direkt bewiesen. Wir haben mit der linken Seite angefangen und so lange rumgerechnet, bis das rechte rauskam. Aber auch diese Folgerungen, diese Implikationen, wie man sagt, kann man indirekt beweisen. Manchmal ist das leichter. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, wenn n Quadrat ungerade ist, dann ist auch n gerade. Also wenn eine Quadratzahl gerade ist, dann ist auch die Zahl, aus der sie quadriert wurde, gerade, steht da. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das indirekt zu beweisen. Das eine ist der klassische Beweis durch Widerspruch, der sagt, aha, also muss ich wieder was annehmen, was mit der Aussage oben nicht kompatibel ist. Nicht kompatibel wäre, ich finde eine Zahl, wo die Quadratzahl gerade ist, aber die Zahl, die quadriert worden ist, ist es nicht. Also wenn ich meine Aussage Teil A wäre, eine Quadratzahl ist gerade. Und meine Aussage Teil B wäre, eine Zahl ist gerade. Und jetzt sage ich, ich nehme an, nur der vordere Teil ist richtig und der hintere Teil ist falsch. Ich nehme an, das könnte passieren. Es gäbe eine Zahl, die, wenn ich sie quadriert habe, gerade ist. Aber die Zahl, die quadriert worden ist selber, war eigentlich ungerade. Wenn es das gäbe, wenn das klappen würde, dann wäre die Aussage oben falsch. Was ich jetzt also machen will, ist, dass ich zeige, dieses hier kann nicht funktionieren. So, also probieren wir das aus. Wir nehmen also mal an, n ist ungerade und trotzdem ist n Quadrat gerade. Und zeigen jetzt, das geht nicht. So, weil das ist relativ leicht. Also n ist ungerade, kann man relativ leicht machen. Schreiben wir wieder, n ist gleich 2k minus 1. K ist irgendeine natürliche Zahl. Jede ungerade Zahl kann man so hinschreiben als 2k minus 1. N ist wieder die richtigen natürlichen Zahlen ohne die 0. So, und jetzt sage ich, okay, dann gucke ich mir mal an, was dann n Quadrat ist. Ja, dann steht da 2k minus 1 zum Quadrat. Ja, rechne ich das mal aus, kommt daraus 4k Quadrat minus 4k plus 1. Jetzt, weil ich ein Streber bin, habe ich wieder eine Nulladdition gemacht, habe das umgeformt. Man hätte auch da schon oben umformen können, dass da einfach steht 2 mal in Klammern 2k² minus 2 plus 1, das hätte auch gereicht. So ist es noch etwas schicker. Also ich forme das wieder so um, dass ich dann sagen kann, aha, da steht ja am Ende etwas, was die Form hat, 2 mal m minus 1. Jetzt sage ich, ja, das ist aber nicht gerade. Irgendetwas, was die Form 2 mal irgendwas minus 1 hat, ist nicht gerade. 2 mal irgendwas ist gerade. Und wenn ich da eins von abziehe, ist aber automatisch ungerade. Und damit bin ich fertig. Jetzt habe ich wieder gezeigt. Ich habe gezeigt, wenn eine Zahl, wenn das n ungerade ist, dann kann das nicht sein, dass gleichzeitig das n Quadrat gerade ist. Man kann das auch noch logisch etwas anders aufschreiben. Und das ist ein Widerspruch dann zu n Quadrat ist gerade. Ich kann das auch als Kontraposition bezeichnen. Das heißt, ich zeige gar nicht, wenn die Zahl n Quadrat gerade ist, dann ist n gerade. Sondern ich zeige umgekehrt, genau aus dem Gegenteil dessen, was hinten steht, also wenn n ungerade ist, dann ist automatisch n Quadrat ungerade. So, also ich drehe sozusagen den vorderen und hinteren Teil um und ich mache immer das Gegenteil. Das nennt man die Kontraposition. Und die Kontraposition ist logisch genau gleichwertig zu der Aussage oben. Also wenn n Quadrat gerade ist, dann ist auch n gerade, ist genau dieselbe Aussage wie wenn n ungerade ist, dann ist auch n Quadrat ungerade. Es ist nicht logisch nicht möglich, dass eine von den beiden Aussagen richtig ist und die andere falsch. Die sind sozusagen logisch absolut gleichwertig. Ja,
Und die Rechnung wäre aber genau dieselbe. Am Ende kommt halt 2 mal M-1 raus. Und jetzt sage ich nur, ich freue mich, weil das wollte ich ja eh beweisen. Das ist der einzige Unterschied bei durch Widerspruch und durch Kontraposition. Bei Kontraposition sage ich an, ich nehme mal an, es wäre dann gerade. Und sage am Ende, haha, da kommt ungerade aus, ist also Widerspruch. Und bei durch Kontraposition sage ich von vornherein, ich nehme an, da kommt dann ungerade raus. Und dann freue ich mich, weil auch ungerade rauskommt. Aber im Grunde genommen läuft das auf dasselbe hinaus. Es ist manchmal ein bisschen angenehmer, das so oder so hinzuschreiben, je nachdem, wie die Aussage ist. So, jetzt gibt es auch eine intuitive Begründung der Schlussregeln. In 2 Minuten, stolz, aber machbar. Die intuitive Begründung der Schlussregeln ist, für dieses erste Prinzip des indirekten Beweises, wenn ich aus einer falschen Aussage durch wahre Schlüsse, jetzt muss ich auch richtig machen und mich nicht hetzen. Wenn ich eine Aussage A zeigen will und ich schaffe es, vom Gegenteil von A ausgehend auf eine falsche Aussage zu kommen, dann weiß ich, dieses Gegenteil von A, nicht A geschrieben, kann nicht wahr gewesen sein. Weil wenn ich von einer wahren Aussage ausgegangen wäre und hätte lauter zulässige Schlüsse gemacht, dann hätte ich auch nur wieder auf etwas Wahres kommen können. Und deswegen sage ich dann, aha, dann muss aber das Gegenteil von A falsch gewesen sein. Und weil wir in einer einfachen Welt leben in der Mathematik, zweiwertige Logik, gibt es nur die Aussage und ihr Gegenteil. Es ist entweder die Aussage richtig oder ihr Gegenteil. Dazwischen gibt es nichts. Tertium non datur, sagt der Lateinlehrer. Ja, was anderes geht. Ein drittes gibt es nicht. Ähnlich in dem zweiten Fall, jetzt in dem zweiten Fall nutzen wir auch dieses Prinzip, dass wir sagen, naja, wenn wir zeigen wollen, dass die Implikation A folgt B wahr ist, dann müssen wir das so machen, wenn wir mal annehmen, dass A wahr ist und wir haben lauter Schlüsse, die zulässig sind und am Ende kommt B raus, dann ist auch die Gesamtimplikation richtig. Das ist der direkte Beweis. Und der indirekte Beweis in dem ersten Fall läuft so ab, dass wir sagen, eigentlich glauben wir, dass immer wenn A gegeben ist, automatisch auch B herauskommt. Jetzt tun wir mal so, dass gleichzeitig A und das Gegenteil von B richtig wäre. Was wir ja eigentlich gar nicht glauben. Jetzt machen wir wieder lauter wahre Schlüsse, genau wie oben, und kommen auf was Falsches. Dann wissen wir also, A und nicht B gleichzeitig ist dann falsch. Wenn wir dann aber wissen, dass A wahr ist, ist dann also wieder nicht B falsch. Und wenn nicht B falsch ist, ist das Gegenteil von nicht B wahr, also B wahr. Und damit haben wir wieder gezeigt, wenn A wahr ist, ist dann auch B wahr. So, und genauso funktioniert das im Prinzip auch bei dem zweiten Beweis, das erzähle ich nicht mehr. Aber Sie merken schon, ob Sie mir das jetzt glauben oder nicht, ne, klang vielleicht für einige von Ihnen überzeugend. Für die, die das immer noch nicht so wirklich überzeugt hat, machen wir das dann übernächstes Mal, weil nächstes Mal ist ja Übung, machen wir das dann noch mit Wahrheitstafeln, wo man da immer so 0 und 1 schreibt. Und dann sieht man, dass tatsächlich diese Aussagen auch diesbezüglich so ganz formal man nachweisen kann, dass das tatsächlich immer stimmt. So. Aber das passt jetzt trotzdem ganz gut. Leicht überzogen wieder 2 Minuten, aber ist jetzt ein ganz runder Abschluss an der Stelle.